Ja, ein Hallo aus China zum dritten Rennen der Karriere mit Bernie Baum hier. Ja, das Qualifying, wir sind hier ganz locker in Q3 gekommen, da hat es plötzlich zum Regnen begonnen, mit Intermediates jetzt alle raus, da war ich erste Runde noch Vierter, dann bin ich in die Box rein. Die anderen sind, glaube ich, draußen geblieben und plötzlich sind die aber hier 4,7 Sekunden schneller gefahren, warum auch immer, obwohl es eigentlich stärker zum Regnen begonnen hat. Ich bin auch wieder raus mit Intermediates und bin nur mehr gerutscht. Und das war ein bisschen eigenartig, jetzt muss ich sagen. Da sie nämlich so viel schneller auf einmal geworden sind, die sind nämlich drei Runden gefahren, glaube ich. Aber bitte. Starten wir halt nur aus der 10. Position. Ich glaube, es müsse trocken sein. Oh, da ist er enttäuscht. Wäre der 8. oder besser? Haben wir mal verfehlt. Aber macht nichts. Das machen wir im Rennen wieder gut, hoffentlich. So. Ja, noch eine kurze Anmerkung. Es ist leider wieder der Safe Game Bug vom 2.11er aufgetreten. Ich glaube, es hat damit zu tun, wenn man das Profil wechselt. Bin mir nicht ganz sicher. Ich bleibe jetzt einmal sicher immer auf dem Profil und werde das nicht mehr wechseln. Ich hoffe, dass das hilft. Ich musste ja quasi das letzte Rennen nochmal fahren. Da bin ich, glaube ich, Vierter geworden. In Kuala Lumpur. Jetzt bin ich es noch einmal kurz gefahren und bin Fünfter gewesen. Das ist nicht so tragisch, aber falls wir schauen, wenn die Punkte, das wird dann jetzt nicht mehr ganz übereinstimmen. Aber wir haben es ungefähr noch gleich, also von dem her ist es nicht so gefährlich, so normal. Schauen wir noch mal kurz aufs Wetter. 3% Regen, also das müsste im Normalfall so bleiben. So, wir fahren eh nur jetzt 14 Runden, da haben wir nur einen Boxenstopp. Wie gesagt, längere Rennen werden wir schauen, ob wir mal ein Proberennen dazwischen einmal einstreuen mit 50% vielleicht oder auch nicht. Schauen wir mal. Und dann vielleicht nächste Saison oder dann mit den besseren Teams, wenn wir dann im folgenden Jahr dann oder in 3 Jahren bei einem der Top-Teams sind, dass man da vielleicht 50, mein 100 wird wahrscheinlich ein bisschen lang sein, aber wenn ich es vielleicht ein bisschen komprimiere beim Schneiden, dann beim Aufnehmen. Weil 1,5 Stunden wird schon keiner schauen. So. Oder sagen wir die wenigsten. Schauen wir mal kurz rein. Nachdem es eh trocken ist, werden wir da wieder etwas runtergehen mit dem Frontflügel. Sonst kann man eh nichts mehr verstellen. Ja, damit würde ich sagen. Auf in die Startaufstellung. Fertig. Fahren wir raus. Alonso vor Hamilton, Webber, Vettel. Ja, haben wir ganz vergessen, hier die Startaufstellung noch einmal zu erwähnen. Vor uns hier Rosberg. Dann die Lotus, glaube ich, vorne noch. So. Start frei. Zu Rennen 3 hier, Rosberg. 3 können Grosjean. Perez, Massa da hinter uns. Los geht's, wir gehen mal mit Cursor. Da geht schon Massa innen rein. Und jetzt wird da innen bei Rosberg, ja. Ja, da geht Räikkönen etwas weit. Hat da etwas den Schwung verloren. Jetzt ganz wieder Vettel langsam. Auf und da über die Wiese. Und jetzt eine Kollision gegeben. Ja, da hinten leichte Konfusionen. Schumi, ja wieder, der verfolgt uns hier. Schon wieder Schumacher vor uns. Ich bin gespannt, wie das jetzt im reinen Trockenen passt, glaube ich, etwas besser als wie im Nassen. Ja,
14 Runden. Das ist jetzt nicht so viel gefährlich. Ah, nichts am Verkehrs hier. Da wird man jetzt ein bisschen übersehen. Aber wir könnten jetzt nützen, um hier Schumacher anzugreifen. Gleich einmal ohne Kers. Backbrenne aufpassen, Facebook nicht verpassen. Körb raus, ja, da haben wir Schumacher mal. Hier aufpassen, Körb immer ganz gefährlich, da kommt er schon wieder, da kommt er noch besser raus, glaube ich, hier hinten. Einfach die Schneckenkurve hier. Ah, das setzt uns wieder leider nach links hier. Ja, was ist da mit Schumi? Machen wir mal eine Neuheit, gehen wir mal in die Wiederholung, schauen wir mal, was da passiert ist, sonst werden wir es nie wieder erfahren. Ah, da hatten wir hinten ein bisschen Rückstand. Okay. Haben wir leider nicht mehr gesehen. Ja, da wollte ich aber einfach ein leichtes Problem gehabt. Aber vorne im Wemper, das wird jetzt wieder schwer hier, glaube ich, dran zu bleiben. Das Auto, ja, sind hier, nein, da ist ein McLaren, da ist Vettel, ist wieder, oh, Vettel dürfte noch Probleme gehabt beim Starten, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Am Wemper kommt dann ein McLaren und Alonso. Ja, da ist Vettel zurückgefahren, dann ist der McLaren weiter hinten. Wenn sich wohl die Sieg ausmacht, dann vorne. Es ist auch wieder Alonso liegt in Führung. Die Rennleitung hat DRS aktiviert. Folgt ihr direkt dem Windschatten. Da ist nicht mehr rausgekommen. Ich glaube, die Linie war eh schon fürs DAS, oder? Ich glaube, das ist nicht mehr drin. Ich glaube, Alonso dürfte sich da schon absetzen von Pfeffer. Hamilton, glaube ich, ja, Hamilton ist es. Weil die beiden werden fighten und dadurch kann sich Alonso absetzen. Vielleicht kommen wir auch ein bisschen ran, das wäre auch nicht schlecht. Nach unseren Berechnungen kommt Schumacher in den nächsten vier Runden an die Box. Ja, hier kriege ich ein bisschen vorsichtig in der Kurve hier. Da kommen wir ran. Ja, das schaut gar nicht so schlecht aus. Vielleicht können wir heute unser erstes Protest feiern. Das würde der DJ Vincivalia doch freuen, glaube ich. Wenn man das schaffen würde. Ja, da müssen wir mal Sinn kommen natürlich.
ein bisschen Gas zum Ausbeschleunigen haben. Aber in dem Sektor ist die KI wieder ein bisschen besser. In der ersten Schikane kommen wieder ran. Schauen Sie, dass das unterm Strich ausgeht. Schumacher bekommt Besuch hinten von irgendjemandem. Vielleicht ist das schon Vettel, der ist ja über Rennsprünger sehr gut. Aber etwa kann sich dann Hamilton noch ein bisschen absetzen. Ah, gut, so einfach wird es noch nicht werden, wenn wir rankommen, glaube ich. Da müssen wir gute Rundenzeiten schaffen. Ah, wir werden schon mal schneller. Das ist schon gut. So, 1,8. Das merken wir uns. Hier bringe ich auch zu früh vor der Rechts. Ja, hier müssen wir ein bisschen innen nehmen, dann können wir die ein bisschen schneller durchfahren, die Kurve. Wir sind nur 2 Sekunden hinter ihm. Gebt Gas. Ah, 15 schneller. Sehr gut. Jetzt kommen wir wieder in den Rennen rein. Ja, hier 2,1 rutschen. Das ist aber der Sektor hier. Ja, das gute Hilfe. Da fährt er auch eher raus aus der TS-Zone. Ja, hinten sind wir schon drauf. Wieder aus dem Unterplan. Weiß ich schon. Ja, und gleich einmal verbremst. Wenn hier abgebremst wird, das verstehe ich auch nicht ganz. Wenn es irgendwo innen ist oder so, aber die Pausen, wo man sowieso länger braucht, wird man auch eingebremst. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt so, mit voller Drehzahl. Ein bisschen er versucht, komisch. Die Lücke okay. zu schließen. Ah, damit wird ein bisschen verloren. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. So, jetzt kommt mal der Boxenstopp. Ah, da rutschen wir schon, ja. Schauen wir mal, wie die Reifen ausschauen. Ja, es geht eigentlich. Das ist 3, das passt auch. Ja, der gleiche Fehler ist wieder Schumacher auch ein bisschen angekommen. Schumacher folgt dir direkt im Windschatten. Ja, danke, das haben wir gesehen. Aber wenn die Box ist, kann man gleich ein bisschen die ersten da hier raus haben. Ah, der hinter Schumacher ist noch nicht. Jetzt sind wir reingekommen, aber nicht. Dann können wir in der Box einfach kurz in die Renndirektion schauen. Wenn wir jetzt alle reinfahren, dann passt es ja eh wieder nicht mehr. Ja, da kann man jetzt wieder eine Info holen. Wenn wir schon mal eher einen Tick vorsichtiger unterwegs sind. Gleich einmal auf Marker stellen. Und da kommt Schumacher auch rein. Ja, jetzt ist es wichtig, hier dass die Boxen in der Box stoppt nicht so hart. So, die Hand drauf, Reifen runter. Und los geht's. Los. Und stehen bleiben, ja Gott sei Dank. Ist der Park halbwegs behoben und schon mal rein. Das ist alles. Denk beim Rausfahren an die weiße ja, Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Rote Ampel. War natürlich die weiße Linie, nein, oder? Renntempo, aber die Reifen müssen noch auf Temperatur kommen. Du hast eine Spritreserve und kannst mehr Sprit verbrauchen, um bei Bedarf schneller zu sein. Ja, danke. Dein Vordermann hat die weichen Reifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Ja, auch jedes Mal, wo er durch die Reste jetzt hier reinkommt. Zwischen dir und deinem Vordermann liegen nur 4 Sekunden. Du musst weiter pushen. Ja,
der Reifen so liegt, aber ich glaube, so schlecht ist er eben. Jawohl, nehmen wir jetzt noch einmal auf Fett, dass wir hier als jetzt bitte müssen. Dann nehmen wir uns vor, pushen, dass wir hier eventuell noch eine Chance haben, ranzukommen. Wieder hier der Blödsinn mit dem Abbremsen hier, das ist wirklich so unnötig. Na, das hat die letzte Chance geraubt. Ja, seit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Ja, da ist er, glaube ich. Ah, da ist er, da ist Hamilton. Paul kommt diese Runde rein. Vielleicht hätten wir ihn... Jetzt zieht er doch ein bisschen mit den kalten Reifen. Ja, aber ohne den Fehler wären wir noch näher dran gewesen. Ja, was könnte der Fehler fürs Podium gewesen sein? Das könnte gewesen sein, aber wir müssen das noch mal voll pushen. Vielleicht geht da noch was. Die Essenzone wäre nicht bekannt fürs Feines. Boah, ja, da kommt. Das hat man kein bisschen unruhiger mehr attackiert. So, hier dranbleiben. Wo ist eigentlich Pfeffer? Ist er da vorne? Da hat aber viel Vorsprung. Da haben wir Hamilton gleich einiges abgenommen. Ja, sehr gut. Jetzt sind wir mal dran hier. Oh, da verlieren wir gleich einen Abtrieb hinter ihm. So, jetzt alles raus. Der ist rein. Du liegst jetzt hinter einem Red Bull. Früher bremsen hier. Ah, 10, 20 Meter früher mit der DS. Ja, und schön hier vorbei nehmen. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Unterwegs. Thank you.
Überholstoppeln einrichten. Ja, da hat der ist auch noch. Kommt dran. Ja. Du darfst nicht zu viel Zeit verlieren. Versuch ihn zu überholen. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Ja, maximale Leistung. Ja, aber durch meine Angst. Ich stecke auf die Bremse. Das darf nicht wahr sein. Was für ein Fail. Ja, da bremst du doch wieder ab. Ja, schade. Ja, aber das, ja, da sind wir aber, glaube ich, in der Sekunde, oder? Nein, nein, ist Einstellung. Shit. Ja, da kommt raus, das Kerst eh mal, aber ich glaube nicht. Ja, das muss ich nicht, das immer nicht denken. Ja, wir haben das, Gott sei Dank, aber das ist... Wir haben nur noch ein paar Runden, um den Kern noch zu überholen. Wenn du also noch vorbeikommen willst, dann mach es bald. 41,3, ja, ganz schlechte Runde jetzt. Ja, mit Aussicht auf P2 vorher, wieder auf P4 zurückgefahren. Ja, das sind die Top Teams doch. Eine Spur doch zu gut für uns. Vielleicht können wir es gut an der Strecke nutzen, aber so nah wie da waren wir noch nie dran. Ja, der kleinste Fehler wird ja schon bestraft. Ja, jetzt sind wir draußen auf der Hetzung und winken sind aber alle hier zusammen hinter uns. Das ganze Mittelfeld, Minimum bis P10. Ja, jetzt nur nochmal das Fettgemisch hier. Zwei Runden noch. Da kommt man ran, da kann man natürlich wieder schauen. In der Hinsicht eh nichts mehr verlieren, auch wenn wir da zurückdrehen müssen, das Gemisch. Ja. 41,1 Alonso, 41,8 von uns, jetzt auch persönliche Bestzeit, aber zu wenig für ganz vorne. So aus, als würde Hamilton hier noch an Weber eventuell rankommen, aber jetzt nicht die zwei Runden.
über eine längere Distanz. Aber dann vielleicht mit dem Hardtype ein bisschen besser zurecht, aber gerade ab. Verdienen hier 2-3 Sekunden, glaube ich. Ja, mit nur Fettgewicht schon mal hier vielleicht rankommen. Da laufen wieder mit einer schnellen Runde. Also wir 41,6 werden auch immer schneller. Natürlich vielleicht ein Auto, ganz klar. Mit der schnellsten Runde, da wird irgendwo da hinten sein. Schumacher hat zwar schon Besuch, hinten vier Autos, sind da wohin anhalten. Aber er hat wieder ein gutes Ergebnis mit Schumi. Ja, wir wieder 13 Minuten schneller. Ja, es ist leider einen Ticken zu wenig. Optimal. Ja, jetzt aber gerade nicht. Zurückdrehen hier, dass der Benzin auch noch rausgeht. Ah, 3,6, da ist er konstant. Immer etwas schneller hier hin. Ja, aber super hat er auch nicht dran. Alonso jetzt schon über Ziele. Er hat ja ein optimales, perfektes Rennen gefahren, vorne weggefahren, schneller wie Weber und Hamilton, die sich auch ein bisschen bedrückt haben. Ah, ja, schlechte Runde. Zweite, die 8 oder so. An der Vordersicht P4, werde 8 oder besser, ja, wenn wir von 10 gestartet sind. Teamkollege Pauli Reister nur 17. Jetzt ist er mal zufrieden hier, wenn wir von der 10 gestartet sind, statt von der 4 zum Beispiel oder von der 3. Glückwunsch! Ein hochverdienter 4. Platz! Ja, 1,409 von Alonso. Hamilton auch 40,9, Weber 41,5. Ja, Hamilton hätte können Alonso ein bisschen das Leben schwer machen, wenn er dran gewesen wäre. Aber der ist da hinter Mark Weber ein bisschen außer Tritt gekommen, Grosjean hinten dran, Schumacher nur 42,1 die schnellste Runde. Da waren alle hinter ihm, konnten ihn anscheinend nicht überholen. Dann Vettel 7. nur Button 8. mit der schnellsten Runde mit 40,8. Kobayashi, Perez, die zwei Sauber 9 und 10. Oh, Rosberg von 9 auf 11 zurückgefallen. Kobayashi, ein bisschen der Gewinner von 14 auf 9 in den Punkte gefahren, das war gut. Wir von 10 auf 4 auch, Top-Ergebnis. Alonso erster geblieben, ja, Weber von 3 auf 2, Hamilton von 2 auf 3, das passt auch. Sonst noch irgendwas? Ja, Räikkönen nur auf 13 von der 8. Position weg. Ansonsten, da Ricardo hat sich um 2 verbessert. Ja, unser Teamkollege noch zu erwähnen, um das 17 nur, schlechtes Rennen von ihm. Gut, in dem Sinne fürs Internet Duell, für uns aber schlecht, dass wir keine Punkte für die Gesamtwertung haben natürlich. Vitaly Petrov im Kettheim, eine Runde Rückstand schon, und ein ganz schlechtes Rennen von Petrov. Ja, können wir hier? Nein, können wir nicht. Gesamtwertung, alles ist da anders. Mit diesem Ergebnis bleibst du auf Platz 3 in der Fahrerwertung. Ja, Weber stark, Hamilton stark. Dann wir auf der 3 in der Gesamtwertung, weil uns hat jetzt ein bisschen Boden gut gemacht. Auf der 4, Vettel 5, Schumacher 6, Button, Wasser, Valdenaro, Grosjean, Rosberg, die Rest da. Noch auf der 12 mit seinen 6 Punkten. Oh, Räikkönen 0 Punkte, schlechter Start für Lotus. Nur Grosjean mit 12 Punkten, ja. Ja, das ist auch ein Fail, oder? Hier in Hülkenberg. Das Cockpit, das wir eigentlich haben, wird ja als 25. geführt. Naja. Kleiner Fail wieder mal vom Spiel hier.
Dann noch kurze Gesamtwertung. Red Bull Racing erster vor McLaren, Mercedes, Ferrari und Sahara in der vierter. Das sind wir. Ja, da sind wir gut dabei. Ja, da freuen wir sich wieder. Leider kein Podest, wieder nur vierter. Eigentlich das dritte Mal, wo ich das Wiederholungsrennen vor 5 beendet habe, aber jetzt von den Let's Play her dreimal vierter. Gut, gut. Aber wir wollen natürlich mehr, ganz klar. Applaus. Ab ins Wohnmobil und auf nach, ich glaube, Barcelona kommt. Duell der Teamkollegen. Konkurrenz, Birne und Pauli Reister waren willentschlossen, den Kollegen zu schlagen. Letztlich behielt Baum die Oberhand und kam vor seinem Force India-Kollegen ins Ziel, ja. Stefano Domenicali, er ist ein Riesentalent, ja. So könnte man es auch sagen. Reifenproblem wieder mal beseitigt, ja. Ja, ah, da habe ich mich vertan. Bahrain ist ja jetzt genau noch dazwischen. Dann kommt Barcelona. Und dann bereits Monaco. Auch ein Klassiker. Wo ja aktuell gerade das RaceNet-Event ist. Im Regen mit dem McLaren. Wer das auch fährt. Schauen wir uns noch kurz die Mails an vielleicht. Fahrzeugentwicklung aggressiv. Wir haben uns mit Paul de Reister über die Entwicklungsrichtung unterhalten. Und er wird ein... einschlagen möchte und wir haben entschieden, bei der Entwicklung neue Teile den aggressiven Weg zu wählen. Dadurch erhältst du relativ häufig neue Teile, die jedoch leider ziemlich fehleranfällig sind. Aha, deswegen hat er, glaube ich, im Training mal gesagt, das neue Teil funktioniert nicht. Wir werden diese Strategie zu einer späteren Zeitungssaison noch einmal prüfen. Naja. Probleme mit Reifenfüllern ist behoben. Renndaten. Schnellste Runde, ja, Button, deine schnellste 41,6. Kurze Zusammenfassung. Aha, hier haben wir die statistische Podiumsplätze, haben wir 0, da hat aber auch die Reste natürlich 0, sonst haben wir überall vorne übertroffen, 3. WM-Punkte 6,94, ja, da sind wir ganz klar vorne. Informationen. Ja, alles trocken, ist ja in der Wüste, Gott sei Dank. Gibt's da nicht ein... Gibt's ja normalerweise ein Video, oder? Von der Strecke, kurze Beschreibung. Okay, gibt's vielleicht auch nicht. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder hier in Shakir. Bin ich auch gespannt. 2.10 sind wir noch gefahren mit dem alten Layout hinten. Da nach dem ersten Sektor. Jetzt wieder der Grundkurs eigentlich, nicht mit hinten mit dem Geschlängel. Werden wir schauen, wie es uns da geht. Ja, danke fürs Zuschauen und bis bald. Ja, ich bin noch mal kurz zurück. Hier die Info zur Strecke. Okay, eine Runde in Bahrain. Rechts die Boxengasse mit DRS und KERS auf der Zielgeraden. Achte auf das 100-Meter-Schild links. Dann hart auf die Bremse, vom siebten Gang runter in den ersten Gang am Kurvenscheitel. Opfere den Ausgang für Kurve 2, damit du möglichst optimal reinkommst. Hier bricht das Heck schnell aus, was viel Zeit kostet. Jetzt bergauf Richtung Kurve 4. Wieder das 100-Meter-Schild, steuere sauber nach rechts und verliere nicht das Heck. Vorsicht am Ausgang, die Kurve fällt nach außen ab. Durch die Kurven 5 und 6 musst du den Speed halten, dann geht's Richtung Haarnadel in Kurve 8. Ein möglicher Überholpunkt, wenn du die Tür offen lässt. Jetzt Richtung Doppel-Links-Kombination 19. Hier bleibt schnell das linke Vorderrad stehen, wenn es im Scheitelpunkt entlastet wird. Nicht zu sehr über die Curbs am Ausgang, sonst verlierst du Schwung für die kurze Gerade, die zu Kurve 11 führt. Zieh nach rechts, dann vom siebten Gang bis in den dritten runterschalten, dann wieder durch die Gänge nach oben. Die Strecke steigt an durch Kurve 11 und 12, bleib voll auf dem Gas bis Kurve 13. Komm so sauber wie möglich aus der Kurve, denn nun folgt die lange Gegengerade, die dich zur letzten Kurve führt.
Die Strecke steigt an und fällt wieder ab, wodurch das Anbremsen der letzten Kurve schwierig wird. Achte auf das 100-Meter-Schild links, lenke in die letzte Rechtskurve mit 2 Scheitelpunkten ein. Der Ausgang ist extrem wichtig, damit du im Rennen nicht vor Kurve 1 ausgebremst wirst. Ja, gut gemacht. Ja, nochmals danke fürs Zuschauen und bis bald.